Jetzt kommen wir zum nächsten Redner, den gewichtigsten des heutigen Abends. Den Joe kennt er ja schon vom Sommer. Er ist der Direktkandidat für die Bundestagswahl für die Landkreise Rottal-Inn und Dingolfing-Landau. Unser Bezirksvorsitzender Niederbayern, Stefan Protschka. Und was mich besonders freut, auch er ist beruflich selbstständig. So viele Mittelständler heute hier, da muss wirklich irgendwo ein Nest sein. Und Stefan wird heute sprechen, ganz kurz über die SPD, damit die CSU nicht denkt, ihr habt die Exklusivität da drauf, von uns heute der Black zu werden. Weil was ist denn in der SPD? Ja, da ist ganz oben in der SPD eine umfassende Inkompetenz vorhanden. An der ersten Stelle von einem Lehrer, der meint, Wirtschaftspolitik machen zu können, aber so wie er die macht, schreibt er Lehrer wohl mit 2 E. Wie Inhaltsleer, der Herr Gabriel. Aber weil das ja noch nicht langt, vom unterirdischen Niveau her, kommt jetzt der nächste Umfassende, der gerade das sinkende Brüsseler Schiff verlässt, der Herr Schulz, und wird also die Inkompetenz der SPD verstärken. Und dieser Demokratiezerstörer Martin Schulz soll ruhig kommen, weil jetzt kommt Stefan Protschka, zeig du den Roten, wo diese Barteln unseren schönen, guten AfD-Most holen können. Bitte, Stefan. Servus Patrioten, servus Freunde der Freiheit, servus Freunde des Friedens. Servus Niederbayern, servus Deckendorf, schön, dass ihr bei dem Sau wieder rausgestellt. Und wir haben da wieder ganz nette Schulkinder da hinten stehen, die uns tatkräftig unterstützen. Das freut mich immer wieder. Man sagt, wir haben nicht ganz vergessen, meine Damen und Herren. Ich muss halt leider etwas über die SPD sagen. Zuerst wollte ich ein etwas über Landwirtschaft sagen. Aber mir hat ein CSU-Bürgermeister hat mich angerufen und hat sich bei mir beschwert, weil ich im Mai in Landau, wie Petri da war, gesagt habe, die drecksroten Socken. Na gut, das drecks nehme ich zurück, weil ich mag mich nicht auf eine Stelle stellen, zum Beispiel mit der Frau Hagen-Kehl oder mit Herrn Brunhold, die im Juni diesen Jahres ungefähr 100 Meter weiter in der Richtung vor einem schwarzen Block, einem gewaltbereiten schwarzen Block, meine Damen und Herren, eine Rede gehalten haben, die wo Plakate hergehalten haben, Deutschland, du mieses Stück Scheiße oder Deutschland muss verrecken. So wo es geht, in Deutschland nicht, meine Damen und Herren, und dies möchte der Volkspartei sein. Wer die noch weit, hat verloren. Ich stelle mir mit Sicherheit nicht auf eine Stufe mit Herrn Steinmeier, der 2013 bei der Wahl schöne Bilder mit dem Mittelfinger gemacht hat, meine Damen und Herren. So was möchten unsere Politiker sein, die haben da oben nichts verloren. Ich mag mir mit Sicherheit auf keine Ebene stellen mit Herrn Maas. Der Herr Maas möchte die Kinderehe legalisieren, meine Damen und Herren. Das ist Kindesmissbrauch, meine Damen und Herren. Der Mann muss aus Deutschland raus. Er hat doch nichts verloren in diesem Land. Ein Kinderschänder ist es. Mit Sicherheit stellen wir auch nicht auf eine Ebene mit Herrn Gabriel. Herr Gabriel kennt keine Worte außer Pack, Dunkeldeutschland oder auch, wenn ihm die Argumente ausgängen, ein Mittelfinger. Und was macht unser Herr Gabriel? Laut Umfragen sind circa 70-80% in Deutschland gegen TTIP und CETA. Was, CETA, was macht Herr Gabriel? Er unterschreibt den Vertrag mit CETA, meine Damen und Herren. Er verkauft unser Land, er verkauft unsere Freiheit, er verkauft unsere sozialen Werte, meine Damen und Herren. Mit TTIP ist alles in Gefahr für das, was unsere Vorfahren oder auch Sie teilweise auf die Straße gegangen haben. Ja, auf die Straße mit Gewerkschaften, die halt gegen uns demonstrieren, weil wir mir dafür haben, dass die Leute, wenn sie krank geschrieben haben, nicht gekündigt werden, weil das war mit TTIP und CETA in Gefahr. Dass Leute einen Urlaub kriegen, das war mit TTIP und CETA in Gefahr.
dass Leute einen Mindestlohn, zumindest einen Mindestlohn, der 8,50 Euro, meine Damen und Herren, ist meiner Meinung nach kein Mindestlohn, weil wenn einer mit 1400 Euro brutto heimgeht, kann er von 1000 Euro netto nicht leben und der kriegt dann wahrscheinlich, wie Katrin davor gesagt hat, auch nicht mehr, der wird 216 Euro oder 260 Euro Rente, meine Damen und Herren. Und das ist mit Sicherheit nicht die Zukunft unseres Landes, meine Damen und Herren. Mit TTIP und CETA ist aber auch ein wichtiger Wirtschaftszweig in Niederbayern in Gefahr, meine Damen und Herren, und zwar die Landwirtschaft. Ich glaube, dass unsere Landwirte besser wissen, wie man vernünftige Nahrung herstellt, wie man eine rückstandsfreie Nahrung herstellt und wie man mit Umweltschutz umgeht, als wir irgendein so ein nicht gewählter, von nichts wissender, vielleicht Rechtsanwalt studierter Volldepp in Brüssel, meine Damen und Herren. Das sollen wir alles wieder in die eigenen Hände von den Leuten geben, meine Damen und Herren. Oder sollte man es so machen, wie damals die CSU, vielleicht kann sich noch der eine oder andere erinnern, wie wir die Blauzungenkrankheit bei den Schaf, bei den Rindviecher und über die Kohle haben. Da werden einfach alle gespritzt. Ob es umfallen die Viecher oder nicht, ob Menschen krank haben oder nicht, das ist ja noch scheißegal. Wir spritzen einfach mal jetzt Viech, schauen wir mal, was rauskommt. Und heute sagen sie nichts mehr, der Phobos da alles verbockt hat, meine Damen und Herren. Und das haben wir dann alles nicht mehr im Griff. Dann haben wir noch unseren SPDler, Ralf Stegner. Der hat immer die besten Argumente. Ich hab keins. Seine Argumente haben immer, Rechtspopulist, Nazi, Populist, Rechts. Mehr kann er nicht sagen, weil im Hirn, glaube ich, hat der Mensch nicht recht viel. Entweder hat es versuffen, oder anscheinend ist Kinderficken in der SPD auch schon modern. Vielleicht haben sie es ja am Haus gefegelt, meine Damen und Herren. Entschuldigung für die Ausdrücke. Aber es heißt ja, für wo steht die CSU? Oder wer CSU will, bekommt Merkel. Wir haben ja zu Strauß-Zeiten eine CSU gehabt, die für uns Bayern eingetreten ist, die für unser Land eingetreten ist. Und jetzt haben wir einen Herrn Seehofer oder Drehofer oder wie auch immer. Was hat er alles versprochen? Dann schützen wir unsere Grenzen selber. Was hat er gemacht? Nix. Dann ziehe ich meine Minister ab. Was hat er gemacht? Nix. Dann kündige ich den Koalitionsvertrag auf. Was hat er gemacht? Nix. Dann verklage ich die Bundesregierung. Was hat er gemacht? Nix. Also ganz ehrlich, meine Damen und Herren, ich rede nicht mehr lang. Wenn ihr Schnauzen voll habt von der CSU, SPD, Grüne, FDP, Linke, also von dem ganzen Block. Es gibt wieder eine Alternative, meine Damen und Herren. Das Ganze ist die Alternative für Deutschland. Schließt euch uns an, werdet Mitglied, geht mit uns auf die Straße, meine Damen und Herren. Dankeschön!